Gut, damit glaube ich, sind wir alle versammelt und erwartungsfroh. Und bevor wir in die allgemeine Diskussion einsteigen, ein paar Icebreaker hier. Wir haben also jetzt gesehen, es gibt Privatheit und Transparenz. Wir haben auch gesehen, dass es vor der Hand gar nicht so viele Berührungspunkte ist, denn so hat uns Matthias Stürmer ganz klar und deutlich gesagt, Open Data ist nie. Er hat nie was zu tun mit privaten Daten. Das ist per Definition keine offene Daten. Hoffen wir nur, dass das alle wissen. Und die andere, aber interessante Dimension, die jetzt angeklungen ist, war ja die der kollektiven Erstellung und kollektiven Nutzung. Wir haben etwas von Sharing-Plattformen gehört. Da ging es zwar nicht um digitale Güter, sondern um Food, also eines der elementarsten Güter, was wir uns vorstellen können. Aber dennoch auch dort kollektive Praktiken und die Autorenschaft, so haben wir von Herrn Landermann gehört, ist eben auch nicht mehr individuell. Ja, da kann ich ein wunderschönes Artikel schreiben und irgendein anderer Depp geht da hin und schreibt das Ding um. Ja, ist ja undenkbar, nicht? Also ich als Autor gibt es doch nicht. Also eine ganz andere Mentalität. Herr Rigamonti, vielleicht bei Ihnen beginnend. Ja, Sie sind der Rechtler. Wie sehen Sie denn solche Praktiken? Also gibt es da Probleme, dass ich da nicht mehr eben einen individuellen Anspruch auf ein Gut habe, dass die kollektive oder überhaupt nicht mehr, die Gemeineigentum? Wie sieht das der Materialgüterrechtler? Ja, also das Urheberrecht basiert ja auf Einzelautorschaft zunächst mal, aber es gibt natürlich schon Regeln für Miturheberschaft. Also wenn mehrere zusammen ein Werk schaffen und bei Wikipedia ist es ja so, und da weiß ja auch jeder, dass es weiter so geht. Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, naja, das ist jetzt gehört jetzt mir und ich werde jetzt da nicht zulassen und werde da den zweiten Autor einklagen, weil er jetzt mein Werk geändert hat. Also normalerweise haben Autoren ja schon das Recht, sich gegen Änderungen zu wehren, weil es hat ja auch mit ihrem Ruf zu tun. Aber wenn natürlich klar ist, dass man als Vorbedingung, dass man da überhaupt teilnimmt, dass mehrere zusammenarbeiten, dann haben wir damit eigentlich kein Problem. Und wir können auch damit umgehen. Es ist immer sehr viel schwieriger mit kollektiver Autorschaft, aber normalerweise gehörten das eben das Endprodukt, wenn das denn urheberrechtlich geschützt ist, gehört dann sozusagen allen zusammen. Und da besteht eben dann eben Miturheberschaft. Das, mit dem können wir schon umgehen. Die Frage ist dann nur, wenn das dann weiterverwertet wird von Dritten, wenn also jemand den Wikipedia-Artikel nicht die ausdruckt und das dann verlegt und unter der neuen Enzyklopädie verwendet, wem gehören dann eigentlich die Rechte? Muss man da als Vorbedingung bei Wikimedia eigentlich alles abtreten? Oder gehört das immer noch dem Autor oder den Autoren? Oder? Das ist dann bei der Rechtsdurchsetzung halt dann viel schwieriger. Ja, danke schön. Vielleicht jetzt an unsere Studierenden weitergegeben. Sind Sie jetzt motiviert oder haben Sie schon der Motivation nachgegeben, bei Wikipedia einen tollen Artikel zu schreiben? Also bei Matthias Stürmer wissen wir, dass er das getan hat. Hallo? Ah, ja. Ja, also ich persönlich habe noch nie einen Artikel geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt schon genug Mühe mit meinen universitären Arbeiten, dass die alles wissenschaftlich korrekt und richtig zitiert ist. Und muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, dass ich mir das in meiner Freizeit nicht gönnen möchte. Also ich habe keinen Artikel selbst geschrieben, aber ich habe einige Fußnoten hinzugefügt, weil ich doch als Geschichtsstudentin teilweise ein bisschen Mühe damit hatte, dass da nicht alle Fußnoten ganz korrekt waren. Sehr gut. Ja, ich habe auch noch keinen Artikel geschrieben, aber mir fehlt dazu wohl auch einfach die Zeit. Dankeschön. Das, Herr Landermann, Sie haben ja schöne Folien gezeigt, Motivation, Störungen und sogar soziologische Modelle, die uns dazu treiben können. Und doch verschiedentlich hören wir immer wieder, auch in der Presse, ist ja tatsächlich ein Problem für Wikimedia,
für Wikipedia, die Autorenschaft sich zu erhalten. Also es steigen auch viele Autoren aus, es sind auch gewisse Schwellwerte, nicht, dass man nicht einfach so hingehen kann und da plötzlich anfängt, munter zu schreiben. Also wie gehen Sie damit um, dieses, oder sehen Sie das überhaupt als Problem? Sagen Sie in der Presse, Lügenpresse, das ist sowieso falsch, so ein Problem haben wir nicht. Wie sehen Sie das? Ja, die Lügenpresse gibt es, aber die hat hier nicht zugeschlagen. Das ist durchaus ein Phänomen, das seine Berechtigung hat. Die Frage ist, woran liegt das? Und da gibt es eine Theorie, eine mögliche Begründung, die heißt, dass wir natürlich schon eine gewisse Sättigung unserer Artikellandschaft erreicht haben. Man darf das jetzt nicht mit dem größeren, mit der größeren Version in der englischsprachigen Wikipedia vergleichen, die ja über 5 Millionen Artikel hat. Wir sind, wie ich eben gezeigt hatte, über 2,1, nun immerhin fast die Hälfte. Aber es ist natürlich für unser eins schwierig, irgendwelche soziologischen Phänomene oder sei es nur geografischen Kleinsträume aus, bleiben wir mal bei Amerika, so darzustellen im deutschen Wikipedia, wie das in den USA oder im englischsprachigen Bereich gemacht wird, weil einfach das Interesse dann auch nicht so groß ist, ich sag mal, den letzten Berg und den letzten kleinen Bach in den USA zu erfassen. Hier im mitteleuropäischen Raum sind wir in der Hinsicht weit gediehen und auch da gibt es dank entsprechender Apps wunderschöne Grafiken, wo man sehen kann, in welchem geografischen, bleiben wir mal bei Geografie, in welchem geografischen Bereich sich die Artikellandschaft im deutschsprachigen Wikipedia verteilt. Und da haben wir also eine sehr, sehr gute Abdeckung hier in Mitteleuropa. Aber es ist halt nun mal so, dass der deutschsprachige Raum sich mehr oder weniger auf Mitteleuropa konzentriert, anders als in anderen Sprachen. Und gerade Englisch ist natürlich als Weltsprache da prädestiniert, einen möglichst großen geografischen Bereich abzudecken. Und letztendlich durch die große Abdeckung werden auch andere Bereiche abgedeckt, wie Biografien und ganz andere Dinge. Dass es also sehr schwierig ist für die deutschsprachige Wikipedia, und das sehen Sie bei allen anderen Wikipedias, die ja dann entsprechend wieder noch kleiner sind, dass diese umfassende Erfassung, nicht gerade schön formuliert, dass die irgendwo an seine Grenzen stößt. Und das ist für mich der Grund, warum letztendlich auch das Interesse der Autoren nachlässt und damit natürlich auch die Anzahl der Autoren. Matthias, du hast ein bisschen angesprochen, gerade so als Gegensatz, jetzt haben wir Open Data gehört, aber es gibt doch wohl Berührungspunkte zwischen Open Data und Wikipedia. Ja, definitiv. Also das Wikimedia, wie du erzählt hast, ist ja diese übergreifende Organisation, und wo eigentlich Wikipedia nur eine, aber natürlich die wichtige, eine sehr wichtige Plattform ist. Seit ein paar Jahren gibt es auch Wikidata, eine sehr spannende Datenplattform von Wikimedia. Und da hat genau eigentlich mit der gleichen Idee sind da Leute dahinter, dass sie auf dieser offenen Plattform Open Data sozusagen in einem strukturierten Format sammeln wollen. Das ist noch erst am Entstehen, aber ich behaupte jetzt mal, wie diese Dynamik sich da entwickelt, das wird da ziemlich positiv gehen in der Zukunft. Etwas würde ich noch gerne aufgreifen. Sie hatten vorher, eben die Frage war ja, wie darf man das Wissen auswerten, das auf Wikipedia ja steht? Und das ist ja auch noch eine spannende Frage. So Geschäftsmodelle, wer hat dann noch einen Anreiz, überhaupt so gratis sein Wissen zu geben, da kann man ja kein Geld mehr verdienen damit, keine Bücher verkaufen und so weiter. Da gibt es sehr spannende Geschäftsmodelle, einerseits, dass man eben gar nicht mehr mit dem Verkauf der Daten Geld verdient, sondern mit einer bestimmten Anreicherung, einer Kuration von Daten. Und das wird eben auch ermöglicht durch Wikipedia, ihr habt ja auch diese Creative Commons Lizenzen, die eben explizit erlauben, dass man ein Buch schreiben dürfte mit Wikipedia oder ein Wikipedia-Artikel 1:1 übertragen und in einem Buch veröffentlichen, das ist absolut legitim. Und das finde ich sehr spannend, gerade in dieser offenen Welt, eben, da braucht es eben noch irgendwelche wirtschaftlichen Anreize für Innovation, und das sieht man bei Open Data eben durch solche Apps, aber eben auch solche Lizenzmodelle, die das ermöglichen. Herr Rigamonti, Frau Mauerhofer hat uns das gezeigt, diese wunderbaren neuen AGBs für die, nicht Cumulus-Karte, sondern das andere Ding. Wie heißt das, Frau Korb? Superkarte, ja, ja. Man sieht daran, ich bin also abstinent, was das angeht. Auch da habe ich eine klare Haltung bezogen. Man kann ja Nein sagen, nicht?
aber dann muss man eben auf diese schöne Supercard verzichten. Und wir können uns ja nun vorstellen, das ist ja eines, ob wir jetzt ein paar Rabatte hinterhergeschmissen bekommen oder nicht, ist ja noch etwas harmloseres vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn jetzt andere Organisationen anfangen, zum Beispiel wenn wir sehr weitgehende eigentlich Zusicherungen machen, irgendwelchen Softwarekonzernen, nicht? Und wir müssen einfach oder wollen einfach diese Software benutzen, und dann, wenn wir uns da genau angucken würden, was wir da alles uns verpflichten, würden wir auch ganz blass werden, was dort auch an Daten über uns abgesaugt wird. Und dann, wenn wir uns noch weiter vorstellen, Krankenversicherungen oder ähnliche, die dann plötzlich in ihren Verträgen, wenn wir sie versichern wollen, dann erwarten wir, dass sie ihre Gesundheitsdaten offenlegen, uns gegenüber für gewisse Prüfungen. Wo sind da die Grenzen juristisch gesehen? Es ist ja nicht einfach, ja, ich muss ja nicht ankreuzen, aber dann habe ich keinen Zugang zu diesen Leistungen. Wenn sie sehr essentiell sind, dann ist das vielleicht nicht einmal eine Option. Das kommt ein bisschen darauf an, oder? Wenn Sie jetzt das so formulieren, dass es jetzt essentielle Leistungen sind, die ich gar nicht anders beziehen kann, dann muss ich einfach dabei sein. Ist die Frage, ob man da eben Missbrauch hat, wenn Sie darauf angewiesen sind auf die Leistung, damit Sie überhaupt eine Leistung erbringen können, dann hat man dort schon Mittel. Es ist ja auch so, dass die meisten diese AGBs ja nicht lesen. Und da stellt sich immer die Frage, ja, sind denn diese AGBs dann auch Bestandteil geworden des Vertrages? Das ist eine Voraussetzung, dass sie gelten. Genügt es dann, wenn ich da anklicke, aber sie nachweislicherweise gar nicht gelesen habe? Und dann stellt man sich die Frage, ja, ist denn das ungewöhnlich, was dort drin steht? Und hat man da gewisse Überraschungen? Jetzt hat plötzlich der Gerichtsstand ist, dass sie da, wenn sie ein Problem haben mit dem Service, klagen müssen in Vanuatu. Ja, und dann sagt man, ja gut, also das ist nicht Bestandteil geworden. Also da gibt es schon gewisse Ansätze, wo man Grenzen ziehen kann. Aber das, was ich jetzt gelesen habe von der Supercard, das, was Sie projiziert haben, da würde ich jetzt also sagen, dem genügt das nicht. Also da ist sie schon verpflichtet, dann das über sich ergehen zu lassen. Mhm. Und sie hat es ja sogar gelesen, ja, und sogar verstanden und informierten Entscheid getroffen, dass sie das eben auch möchte und ihre Daten preisgeben möchte, damit sie die Rabatte hat. Ja. Also da ist das Beste eben, dass man da das macht, was Sie machen, nicht dabei ist, wenn man das nicht will. Ja. Frau Mauerhofer, können Sie uns noch mal Ihren Gewissenskonflikt demonstrieren, oder war das überhaupt gar keiner? Also es ist so, dass ich ungefähr alle 2 Monate einen ganzen Einkauf gratis haben kann, weil ich den mit den Superpunkten zahlen kann. Und für mich als Studentin mit einem beschränkten Budget ist das einfach ein Vorteil, den ich dann nicht missen möchte. Okay, also von daher ganz klar die Abwägung, das ist akzeptabel, aber ich weiß immerhin, was ich tue. Ja? Herr Landermann, jetzt im Zusammenhang mit diesen offenen, schönen Daten von Wikipedia, der Matthias Stürmer hat es angesprochen, Creative Commons, also auch da haben wir es ja mit Recht zu tun. Es ist ja kein rechtsfreier Raum. Was besagen denn solche Creative Commons Lizenzen? Der Autor jedes Artikels, und sei es nur die kleinste Änderung, muss in dem Moment, wo er seine Änderung abspeichert, zustimmen, dass er das unter dieser Lizenz abspeichert. Und damit hat er sozusagen den Freifahrtschein für jede weitere Nutzung dieser Daten gelegt. Das heißt, jeder, der sich ein bisschen ernsthaft damit beschäftigt und vielleicht auch etwas umfangreichere Änderungen macht, der wird das schon realisieren, was er dort bestätigt, in dem Moment, wo er diesen Speichern-Knopf drückt. Und ich glaube auch nicht, dass es viele Leute gibt, die sich anschließend darüber wundern, dass diese Texte dann an anderer Stelle wieder auftauchen können. Und das, was wir jetzt hier über Texte sprechen, ist natürlich genau das Gleiche auch, wenn man Bilder hochlädt. Wir haben ja eine sehr umfangreiche Bilderdatenbank, und auch dort werden alle Bilder nur akzeptiert, wenn sie in entsprechender Lizenz so abgespeichert werden, dass sie weiterverwendet und auch verändert werden können. Gut, also daran halten sich die Leute auch. Also es ist jetzt nicht möglich, was Herr Rigamonti sagt, ich ziehe mir das alles raus,
vereine das zu einem Printmedium und verkaufe das unter meinem Namen und wir beide werden reich darüber. Ich weiß nicht, ob solche Versuche schon gegeben hat. Mir ist nichts bekannt. Aber ich glaube, wenn es versucht würde, sind auch schnell irgendwelche Juristen da, die das zu unterbinden wissen. Weil die Sache ist eindeutig. Darf ich fragen, ob Sie in der Schweiz schon damit konfrontiert gewesen sind, dass jemand auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, in diesem Artikel wurde von mir abgekupfert? Das habe also nicht ich geschrieben, sondern der Autor, in Anführungsschlusszeichen, der das reingestellt hat, hat das bei mir aus dem Artikel genommen, da ein bisschen die Spuren zu verwischen versucht. Aber ich kann da ganz klar zeigen, wenn man die nebeneinander legt, das ist praktisch das Gleiche. Ist mir nicht bekannt. Ich glaube aber auch gar nicht, dass das hier bei uns landen würde, sondern in Kalifornien, wo ja letztendlich die Mutter von uns allen sitzt und wo ja auch das in der Hinsicht etwas strengere Rechtssystem herrscht. Ich glaube aber, dass wenn dort so ein Problem auftauchen würde, ja, es müsste ja schon jemand aus der Schweiz sein, der dort betroffen ist, sonst würden wir das ja gar nicht erfahren können. Also mir ist sowas noch nicht zu Ohren gekommen. Gut, Matthias, um wieder die Runde bei dir zu enden, ich bin richtig statisch eigentlich, nicht immer so rumherum, also muss der systematisch sein hier an der Uni. Jedenfalls, du hast angesprochen Scheinargumente, nicht? Ich will ein bisschen mal nachfragen. Also die Scheinargumente habe ich in Diskussionen auch schon verschiedentlich in Behörden gehört und so ganz scheinhaft sind sie mir dann ja nicht. Denn wenn man Daten aus dem Kontext reißt, dann kann ja da plötzlich ganz falsche Eindrücke entstehen. Und ich meine, als Professor bin ich ja konfrontiert damit, dass gewisse Studentenevaluationen plötzlich im Internet auftauchen und mein Nachbar kann das lesen, was der Mürach schon wieder für ein Schreck Professor war und da steht da nicht, dass das eine schwierige Veranstaltung ist und dass die Leute einfach auch schlecht gelaunt waren und überhaupt und das jetzt da einfach reingestellt haben. Ist das wirklich, siehst du da gar keine Gefahren, wenn mit solchen Informationen, okay, du wirst jetzt wieder sagen, das ist privat, ja, aber Herr Rigamonti hat gesagt, öffentliche Personen, da gehören Professoren und Politiker offenbar nicht dazu, bei denen muss man da nicht das so eng sehen, jedenfalls laut Europäischen Gerichtshof. Ist das wirklich im Einzelfall so harmlos? Also was sicher ein Problem ist, ist so diese ganzen Fehlinformationen, die so unter Fake News und so weiter sich verbreiten, wenn Fakten verdreht werden oder wirklich eben ohne den Kontext rausgerissen werden. Aber das gab es ja auch schon vor Open Data. Das ist ja nicht so, dass man mit Open Data all diese Probleme automatisch löst. Man kann einfach sagen, bei Open Data spielt es nicht so, wie soll ich sagen, ist es, wenn ein Bundesamt irgendwelche komplexen Gesundheitsdaten veröffentlicht über irgendwelche Medikamente, was sie für Auswirkungen haben, ja, dann kann man wirklich, wenn man das irgendwie falsch liest, verstehen, ja, die halbe Schweizer Bevölkerung wird ja sterben, wenn sie das Medikament nimmt. Aber wenn man das eben dann gut beschreibt und eben erklärt, ja, das ist nur unter gewissen Umständen und nur wenn man das irgendwie 10-fache Dosis als vorgeschrieben nimmt, dann denke ich, ist jedem klar, der klar denken kann, dass das eben nicht so gefährlich ist oder eben, dass die Daten richtig interpretiert werden können. Also du hast nicht schon recht, eben eine Deutungshoheit ist natürlich, das abzugeben, nicht so bequem und da sträuben sich natürlich verschiedene Bundesstellen oder überhaupt öffentliche Stellen dafür. Aber es ist dennoch, gerade wenn man eben Transparenz schaffen will, wichtig, um dass dann eben auch die Leute verstehen, was für Daten hat man, wie sind die Daten zu interpretieren, wann wurden sie erhoben und all diese Meta-Informationen, die müssen halt dann eben mitgeliefert werden oder ein Leitfaden entwickelt werden, wie die Daten zu verstehen sind. Und dann wird jeder seriöse Journalist, der einen Artikel schreibt, sich auch an diese Information halten, sonst ist er blamiert, wenn das dann aufgedeckt wird und einfach einen schlechten Artikel geschrieben hat. Gut, damit sind wir jetzt mehrfach in der Fragerunde herumgegangen und ich glaube, es ist der Zeitpunkt gut, um das ein wenig zu öffnen. Sind Fragen aus dem Publikum? Ja, ich eile, Norbert. Ich habe eine Frage an Kollegin Rigamonti und an eine Studierende. Herr Rigamonti, Sie sprachen das Recht der informationellen Selbstbestimmung an. Das klingt also in meinen Ohren unheimlich gut. Wie ist das mit der Durchsetzbarkeit?
können Sie auch mal ein konkretes Beispiel nennen, wie ich also ganz konkret durchsetze, etwa, dass eine falsche Information über mich gelöscht wird. Wie schafft man das praktisch? Das ist die Frage an Sie und an Frau Klopfstein. Wir haben ja zusammengearbeitet in der Projektgruppe, Vorbereitung auf diese Tagung. Jetzt habe ich gehört, wie Sie da über WhatsApp einen Termin auf dem Gurten abmachen. Ja? Da sage ich mal als Management-Professor, das ist unwahrscheinlich ineffizient. Ja? Ja, das müsste man machen wie in unserer Projektgruppe, dass einfach durch die Geschäftsführung ein Termin gesetzt wird und dann kommen wir zusammen und arbeiten kooperativ zusammen. Warum tut ihr euch das an, so ein Palaver über WhatsApp? Ja? Ja, also zur Frage, wie setze ich das durch, wenn jetzt das ist nicht nur eine digitale Frage, sondern wenn jetzt jemand etwas über mich schreibt, das nicht stimmt zum Beispiel und das mich auch nicht im besten Lichte erscheinen lässt. Ja, das ist, soll ja vorkommen in Zeitungen oder wenn es jetzt auf dem Internet ist, dann werde ich natürlich zuerst mal vorstellig bei den Personen, von denen ich denke, dass sie die Kontrolle haben über diesen Server und über diese Informationen, dass die auch löschen können. Da werde ich dann werde ich die abmahnen. Dann werde ich sagen, das und das steht über mich, ich möchte, das ist eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte oder des Datenschutzgesetzes und ich möchte bitte, dass das gelöscht wird. Einen solchen Anspruch, wenn das wirklich dann so ist, den habe ich. Oder? Das ist der Anspruch auf Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes. Und wenn das dann nicht gemacht wird, dann bleibt mir nur der Weg der Klage. Oder? Und das ist dann natürlich, das kann ich durchsetzen, es dauert und es ist teuer. Ja? Deshalb ist es nicht so klar. Im Datenschutzrecht kommt natürlich noch hinzu, dass es oft nicht strafrechtlich abgesichert ist. Das heißt also, ich kann da nicht sozusagen noch mit der Keule des Strafrechts drohen. Das macht es dann noch ein bisschen schwieriger mit der Durchsetzung. Was natürlich in anderen Bereichen einfacher ist, wo sie eben gleichzeitig dann noch einen Straftatbestand erfüllen könnte, da reagieren die Leute dann schneller. Ja, also manchmal frage ich mich das auch, wieso tun wir uns das über WhatsApp an? Ich glaube, der Grund liegt darin, dass man, also jetzt in diesem konkreten Fall haben wir uns vorher einfach nicht mehr gesehen. Und ich, wie gesagt, ich habe die Strategie entwickelt, dass ich halt wirklich sage, nein, ich möchte jetzt wissen, wo wir uns treffen, ich möchte das jetzt abmachen und dann ist das meistens auch ganz schnell gelöst. Und hier hatten wir auch noch den speziellen Umstand, dass es 4 Personen waren. Ich denke, das ist überall nicht ganz einfach mit 4 Personen, die alle noch eben studieren oder arbeiten oder sonst Hobbys haben, einen Termin zu finden und sich dann auch darauf zu einigen, auf etwas, worauf alle Lust haben. Ich glaube, jetzt hier in diesem konkreten Fall, ja, eben es war ineffektiv, es ist auch schon viel ineffektiver gelaufen, muss ich sagen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass wir es so machen können und ja, darum wird das immer wieder so vorkommen in dieser Form. Aber wie gesagt, ich persönlich bevorzuge es eigentlich im persönlichen Gespräch etwas abzumachen oder eben sofort, wie sagt man, dem Nägel mit Köpfen zu schlagen. Aus diesem Grund schreiben Sie keine Wikipedia-Artikel, weil Sie keine Zeit dafür haben. Ne? Genau, ja. Man könnte sich fragen, was würde man gewinnen, wenn man kein WhatsApp machte? Wie viele Wikipedia-Artikel könnten da entstehen? Nicht? Also das wäre ja mal zu fragen. Studie. Sie waren, glaube ich, zuerst direkt ins Mikrofon. Ich habe noch eine Bemerkung zu den Open Data. Und zwar zur Gefahr von der Fehlinterpretation davon. Wenn ich das richtig verstehe, sind die Open Data genau das beste Argument gegen so eine Fehlinterpretation, denn jeder kann nachschauen, was tatsächlich da gestanden ist, oder? Ja, definitiv. Das ist durch auch ein Vorteil, dass eben transparent ist, offen zugänglich für jedermann. Und wenn Sie eine Zeitung eben die Daten falsch interpretiert, kann eigentlich eine andere Zeitung oder auch eine Bloggerin oder wer auch immer, kann die Daten nehmen, nochmal durchrechnen und zeigen, nein, genau so ist es eben nicht.
passiert. Und das ist auch genau ein Vorteil für Open Data in dieser Fake News Welt, dass man eben nachvollziehbar Entscheidungen treffen kann. Aber auch in der Forschung eben dieser Open Science Gedanke, dass man als Forschender nicht nur einfach die fertigen Umfrageresultate präsentiert, sondern beispielsweise auch die einzelnen Antworten irgendwie in anonymisierter Form offenlegen muss, damit andere dann nachweisen können, dass diese Schlussfolgerungen wirklich korrekt sind. Wobei ganz so einfach ist es dann ja doch wieder nicht, weil wie gesagt, also Daten, Wissen ist ja immer in einen Kontext eingebunden, da redet man ja von Metadaten und die sind teilweise komplex. Nehmen wir mal einen fiktiven oder gar nicht so fiktiven Fall, also es gibt ja Bundeslebensmittelkontrollen, nicht, also regelmäßig werden ja Restaurants und ähnliche Betriebe geprüft. Da gibt es Listen darüber, das wären als Daten verfügbar, wo welches Restaurant abgemahnt wurde. Nun ist es so, dass diese Kategorien sich sehr breit eigentlich unterscheiden. Es gibt also sehr gravierende Fälle, wo man sagen würde, oh, das ist ein Gerüselwert jetzt, nicht? Und es gibt Harmlosigkeiten, die zwar auch eine Meldung führen, aber die wirklich, also hier wurde ein Kühlschrank nicht über 2 Wochen abgetaut oder irgendwas, nicht? In der Richtung. Und beides ist eine Meldung, beides sind Fakten, aber es ist ja auf einer ganz anderen Qualität. Und wenn ich die einfach so lese und dann sage, okay, die sind alle gemeldet worden, das ist nicht in Ordnung, vor denen muss ich mich jetzt hüten, da gehe ich jetzt nicht essen, ist das ja nicht ganz einfach, oder? Also ich denke, da ist schon entscheidend, was für eine Meldung, oder dass man dann durch eine Differenzierung macht und auch diese wiederum transparent wäre. Weil wenn es nur so Halbtransparenz kann dann schon sehr gefährlich sein. Da gebe ich dir völlig recht, dass man quasi, wenn man einfach nur sagt, ich sage jetzt mal irgendwie, der hat eine Strafanzeige gekriegt, aber man weiß nicht, ob er einfach nur über eine durchgezogene Linie gefahren ist oder ob er irgendein schlimmes Verbrechen gemacht hat, dann das kann schon einen riesen Unterschied machen. Genau das gleiche bei den Restaurants, da gibt es kleine und ganz große Vergehen und dann wäre es aber auch nicht wirklich Open Data, wenn es eben nicht transparent wäre, was genau passiert ist. Von dem her. Frau Liebi, wenn ich da gleich hinterher fragen kann, mit Ihrem wunderschönen Foodsharing, haben Sie sich irgend schon mal Gedanken gemacht, wie der Ruf oder die Qualität der Restaurants, wo Sie sich Ihre Nahrungsmittel dann abholen, ist? Ja, grundsätzlich schon. Es ist einfach so, man darf nicht alle Betriebe öffentlich nennen, deshalb verzichte ich hier darauf. Aber es sind durchaus einige Restaurants und Betriebe mit dabei, die ein großes Renommee auch genießen und sind einfach die Leute, die auch diesen Foodsharing-Gedanken unterstützen und die nicht wollen, dass diese Lebensmittel dann halt auch im Abfalleimer landen. Wir haben da hinten, glaube ich, die nächste Frage. Ich habe eine Frage an Herrn Lantermann. Wikimedia ist ja eigentlich eine Organisation, die mit Freiwilligen arbeitet. Also sie machen auch keine Werbung. Aber ich hoffe, dass Herr Lantermann gleichwohl ein Salär beziehen kann für seine Arbeit. Wo kommen denn die Betriebsmittel her, die Sie auch haben müssen für diese Organisation? Die Frage ist schnell beantwortet. Ich denke, jeder wird um die Weihnachtszeit schon mal ganz oben auf der Wikipedia-Seite eine Eigenwerbung von uns gesehen haben, nämlich dass wir Spenden einwerben. Und nur so kann es funktionieren. Wir werden in dieser Zeit 2-3 Wochen lang diesen Banner dort oben führen. Und in der Zeit kommen dann auch die Gelder, die wir für das kommende Jahr brauchen. Und in dem Moment, wo unser Budget fürs kommende Jahr erreicht ist, schalten wir diesen Banner dann auch wieder ab, dass wir nicht mehr sammeln, als wir wirklich brauchen. Weil als gemeinnützige Organisation dürfen wir ja nicht irgendwelche Gelder horten, sondern wir müssen ja auch dann gucken, dass wir die im laufenden Jahr wieder ausgeben. Natürlich. Natürlich stehe ich hier heute in meiner Funktion als Vertreter von Wikimedia nicht umsonst. Ja, selbstverständlich. Wir haben Ende, es ist sogar hier in Bern, das ist mehr oder weniger um die Ecke, wir haben Ende März haben wir unsere Generalversammlung für unsere Mitglieder. Wir sind ja ein Verein und da werden die Zahlen offengelegt. Sie können sich also dort gerne eintragen und 50 Franken bezahlen im Jahr. Dann sind Sie Mitglied und dann werden die Zahlen Ihnen offengelegt und dann sehen Sie, was ich verdiene. Was ja sonst hier in der Schweiz, wie ich festgestellt habe, immer ein sehr großes Geheimnis ist. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wen hatte ich...
Okay, dann gehe ich eins weiter. Sie hatten aufgezeigt. Ja, ich habe einen Kommentar zum Moderator. Das Problem mit der Cumulus-Karte hat er wahrscheinlich, weil er keine Probleme hat mit dem Einkaufen. Das heißt, er macht sie nicht. Und da komme ich jetzt zu meiner Frage an Wikipedia. Wie groß ist der Anteil der Frauen unter den bisher nur genannten Autoren? Zu klein. Deutlich zu klein. Eben. Wir machen auch entsprechende Werbeveranstaltungen, wo wir also gezielt nur Frauen einladen, dass die ganz unter sich sind. Da wird dann auch entsprechend ein Vortrag gehalten bzw. eine kurze Lehrveranstaltung abgehalten, dass die Teilnehmerinnen lernen können, wie dieses Editieren wirklich funktioniert. Wir sehen, dass durch die Unterpräsentiertheit der Frauen auch bestimmte Themen zu kurz kommen. Und das ist unser besonderes Anliegen, dass wir durch diese Veranstaltungen, die ausdrücklich an Frauen gerichtet sind, dadurch Themenbereiche, die vielleicht eher technisch orientiert sind, eben männerdominiert sind. Es gibt ja nun dort entsprechende Untersuchungen, die das eindeutig belegen, dass wir durch solche Veranstaltungen dann auch schaffen, eher Themen, die von den Frauen her reingetragen werden, zu unterstützen und dadurch auch das Potenzial zu vergrößern. Die genauen Anzahl von Frauen an Autorenschaften kann ich Ihnen definitiv nicht sagen, weil wir ja teilweise unter einem Synonym arbeiten und dann auch das Geschlecht logischerweise nicht bekannt ist. Da habe ich eine ergänzende Frage, oder sie geht in diese Richtung. Ich habe mal recherchiert zum Nahen Osten. Da, also unter anderem auch in Wikipedia, und da fanden wir zu jeder Schlacht unglaubliche Informationen. Da wollte ich zu den Blauhelmen etwas finden und ich fand nichts. Da bin ich sprachlos. Gut, ich denke, also bei solchen Themen, die eben nicht da sind, das hast du ja auch gezeigt, da könnte man jetzt eben selber auch aus anderen Quellen Informationen einziehen. Ich denke, also generell zu der UNO gibt es schon viele Artikel, vielleicht nicht zu einer spezifischen Frage, aber so funktioniert das Wiki-Prinzip, dass man eben selber dann auch wiederum, wenn man das Wissen hat, beitragen kann. Danke, Herr Kollege. Ich habe nur eine kleine Frage. Wir haben gehört, dass Löschanträge gestellt werden können bei Wikipedia. Mich würde interessieren, wer entscheidet dann darüber, ob der Artikel tatsächlich gelöscht wird? Das ist einer von den Begriffen, die für ungefähr eine Sekunde auf der einen Folie stand, die dann aber auch direkt durch den nächsten Begriff, den Sie nicht kennen, abgelöst wurde. Dazu müssen Sie diese beiden Begriffe, es waren eigentlich zwei, kennen. Das eine sind die sogenannten Relevanzkriterien, die sehr dezidiert ausformuliert sind und genau bestimmen, welche Inhalte in Wikipedia ihren Platz finden dürfen und welche nicht. Denn Sie müssen ja bei allen Themenbereichen müssen Sie eine Grenze ziehen. Wollen Sie, dass der kleine Bäckerladen an der Ecke seinen eigenen Wikipedia-Artikel hat, oder wollen Sie nur, dass der große, keine Ahnung, die Kette, die halt überall bekannt ist, dann entsprechend präsent ist? Oder wollen Sie, dass ein Autor, der im Selbstverlag ein Buch geschrieben hat, einen Artikel in Wikipedia hat und Sie rufen den auf und glauben, was das für eine Berühmtheit oder Persönlichkeit sein müsste? Irgendwo müssen Sie immer einen Strich ziehen, ansonsten ist es sehr schwierig, als Leser zu beurteilen, welche Bedeutung dieses einzelne Thema, was jetzt hier für Sie auf dem Bildschirm aufpoppt, wirklich hat. Und das Zweite ist der Begriff Admin. Das sind die Personen, die darüber letztendlich entscheiden, welcher Artikel Bestand haben darf oder nicht. Es geht also immer nach dem mindestens Sechs-Auge-Prinzip. Das heißt, einer sieht diesen Artikel, sagt, es ist nicht relevant, das ist der häufigste Löschgrund. Oder es ist unzureichende Qualität, also grottenschlecht, wie es dann meistens heißt. Und daraufhin wird dieser Löschantrag gestellt. Der wird dann eine Woche lang durchdiskutiert. Das werden viele, viele Leute werden das sehen. Das sieht man dann auch wieder an der Statistik, wie oft dieser Artikel aufgerufen worden ist. Und am Ende entscheidet aufgrund dieser Relevanzkriterien einer von diesen ausgewählten Admins. Die werden von allen aktiven Leuten werden die gewählt. Es gibt ungefähr 250 Personen im deutschsprachigen Bereich, die diese Weihe besitzen, und der drückt dann irgendwann auf den Knopf und sagt so oder so. So, dann erst einmal in der Reihenfolge hier unten und dann da oben. Ja. Welches ist die erste Person? Sie. Also Wikipedia trägt ja
zur Meinungsbildung auch bei sehr strittigen und sensiblen Fragen bei, also relevanten. Und dann nochmal zu dem Löschungsantrag. Es geht ja nicht darum, ob das nun wichtig ist oder nicht. Also nehmen wir das Beispiel der Kurdenverfolgung vor 100 Jahren oder andere strittige Themen. Da ist ja eine Einflussmöglichkeit, dieses zu beleuchten von verschiedenen Seiten. Und wie sind da die Kriterien? Gibt es da einen letzten Schiedsrichter oder wird da abgestimmt, 2-3? Abstimmungen gibt es grundsätzlich nicht. Es wird immer entschieden aufgrund der Beleglage. Ich hatte Ihnen eben gesagt, dass wir niemals, oder ich glaube, du hast es auch gesagt, dass wir keine Primärquelle sind, sondern dass wir uns immer auf irgendwelche Belege stützen müssen. Und es gibt natürlich jede Menge Themen, die umstritten sind, die vielleicht auch unterschiedlich gesehen werden, je nachdem, in welcher Hemisphäre man über dieses Thema spricht. Und gerade was Völkerpolitik angeht, also Völkerwanderungen und Abschiebungen und Verfolgungen und dieses ganze Thema, ist von Natur aus strittig. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass in einem einigermaßen guten Artikel über dieses Thema beide Seiten hinreichend beleuchtet werden und dass diese unterschiedliche Darstellung dann auch entsprechend zur Geltung kommt. Denn ansonsten brechen solche Konflikte los, entweder als Löschantrag, was die schlimmste Form ist, oder zumindest mal mit irgendwelchen Qualitätsbausteinen, dass man eben sagt, das ist entsprechend unterrepräsentiert. Und wir haben es bisher immer geschafft, dass solche Artikel dann irgendwo auf ein Niveau gehoben werden, dass alle Leute oder alle Parteien damit leben können. Wenn dann die Informationen in dem Artikel sich entsprechend geändert haben, ja, natürlich. Entweder zurückgezogen oder abgelehnt. Zurückgezogen von demjenigen, der ihn gestellt hat. Vielleicht ist er ja auch im Laufe dann dieser Woche, manchmal dauert es auch 2 Wochen, überzeugt, dass die Sache jetzt bereinigt ist. Das ist natürlich der angenehmste Fall, weil sich keiner dann mehr auf die Füße getreten fühlt. Oder Entscheid vom Admin, dass die Entscheidung eben so und so ausfällt, sprich in dem Falle der Löschantrag nicht begründet war. So, wir gehen in die obere, in die Belletage. Ja, ich wollte eigentlich auch schon die Geschlechterfrage stellen, die ist jetzt gestellt worden, deshalb nur noch eine Bemerkung dazu. Also ich fand den Wikipedia-Vortrag eigentlich gut, aber kein einziges Mal kam eine weibliche Form vor. Natürlich, Trolle sind meistens männlich, nehme ich an. Aber wenn dazu aufgerufen wird, mitzumachen, dass der eine oder der andere, könnte man vielleicht auch mal die eine oder die andere sagen, Autorinnen ansprechen, weil ich meine, auch in der Bundesverfassung bis vor 45 Jahren stand da nicht drin, dass nur Schweizer Männer das Stimm- und Wahlrecht haben, sondern Schweizer Bürger, und Frauen waren explizit nicht mitgemeint. Und ja, das wäre ein erster Schritt auch, damit sich auch Frauen angesprochen fühlen, mitzumachen. Weil es ist wirklich so, dass eben wahrscheinlich auch bei den Biografien könnte man schauen, dass da ein bisschen mehr Frauen drin sind und auch eben, wie gesagt, wie über etwas geschrieben wird, ist wirklich abhängig davon, wer das macht auch. Auch wenn es so einen objektiven Eindruck macht durch Schwarmintelligenz und Transparenz. Also ich kann vielleicht ganz kurz noch was entgegen. Einfach nur, damit das auch noch gesagt ist, die Chefin vom Ulrich, das ist übrigens die Jenny Ebermann, eine Frau, und Wikimedia weltweit, das ist die Catherine Mayer, auch eine Frau. Also ich denke, es gibt durchaus, rein von, wenn man die Kaderpositionen innerhalb von Wikimedia anschaut, einen sehr hohen Anteil, was wahrscheinlich viele andere öffentliche Organisationen noch lange nicht geschafft haben. Von unseren 8 Angestellten in der Schweiz sind es gerade 2 Männer. Ja. Und vielleicht noch ein Satz von wegen keine Frauen erwähnt. Ich habe versucht, möglichst deutlich zu sprechen. Also ich meine jetzt nicht Hochdeutsch, sondern so, dass mich jeder verstehen kann. Und da ist es, denke ich, gerade bei einem Vortrag einfacher, sich auf eine dieser beiden Formen zu beschränken. Weil wenn man dann immer noch die Innen hinten dranhängen müsste, denke ich, verliert man an Deutlichkeit. So. Nicht, dass ich diesem Thema nicht große Wichtigkeit beimesse, aber ich glaube, die Gender-Problematik haben wir jetzt angesprochen. Und ich würde gerne
Themen zur eben, was heute im Vordergrund steht, Privatheit versus Transparenz in den Vordergrund rücken. Gibt es weitere Wortmeldungen, die ich, ja genau, abgedeckt durch diesen Pult? Einmal eine Frage an Herrn Stürmer. Das Öffentlichkeitsgesetz gibt es ja schon seit 2006. Ist Ihnen bekannt, ob zum Beispiel die Subventionslandschaft der Schweiz darüber total transparent wird? Denn im Zusammenhang mit dem Postautoskandal sind wir da ja wieder sensibel geworden. Ja, das ist das eine. Die Frage an Herrn Lantermann. Es ist ja eigentlich erstaunlich, wie viele deutschsprachige Beiträge es gibt. Wenn Sie sagen, Englisch etwa 5 Millionen und Deutsch 2,1, ist ja sensationell. Heißt, ist Wikipedia auch ein Beitrag, Deutsch als Wissenschaftssprache zu erhalten? 1923 war Deutsch die Wissenschaftssprache Nummer 1. Einstein, Justus von Liebig und so weiter haben alles auf Deutsch gemacht. Und Theologie, Philosophie sowieso und andere Gebiete auch in den Ingenieurwissenschaften. Jetzt fallen wir enorm zurück, weil Englisch dominant ist. Aber über Wikipedia sehe ich da auf einmal einen Lichtblick. Denn 2,1 Millionen ist eine sensationelle Zahl innerhalb der Weltverbreitung. Gut, also ich versuche die erste Frage zu reflektieren. Also Sie haben völlig recht, 2006 wurde eben dieses Öffentlichkeitsgesetz installiert, aber das ist natürlich wirklich ein großer Paradigmenwechsel. Das war zuvor war quasi der Geheimhaltungsgrundsatz Norm Usus und erst im Ausnahmefall wurde Einsicht gewährt und erst ab 2006 ist quasi Öffentlichkeitsprinzip, das gilt. Jetzt gerade bei den Subventionen, das sind natürlich sehr heikle Daten und da weiß ich von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten, die entsprechend mehrfach schon Anträge gestellt haben, ans Bundesamt für Landwirtschaft beispielsweise, dass die ganzen Subventionen in der Landwirtschaft offengelegt werden. Das ist wirklich eine riesen Geheimniskrämerei und das ist weitgehend alles noch unbekannt. Und da denke ich, braucht es umso mehr öffentlichen Druck, dass eben genau diese brisanten Zahlen offengelegt werden. Ich hoffe, solche Skandale wie der Postautoskandal können dazu beitragen, dass man wiederum mehr auch politische Unterstützung hat für solche Anliegen. Meine Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass es entsprechend so sein wird. Es ist zwar insofern sehr erfreulich, dass wir an Nummer 2 stehen, der weltweit verwendeten Sprachen in Wikipedia. Insbesondere auch deswegen, weil die Qualität unserer Artikel eigentlich überdurchschnittlich ist zu dem, was Sie in anderen Sprachversionen sehen. Das kann man sehr schnell feststellen, wenn Sie irgendeinen mittelgroßen Artikel sich anschauen und dann auf eine fremdsprachliche Version klicken, auch wenn es die englischsprachige ist. In der Regel, wenn es jetzt nicht ausdrücklich ein Thema ist, was aus diesem Kulturkreis kommt, in der Regel wird die deutschsprachige Version länger und wahrscheinlich auch fundierter und qualitativ hochwertiger sein. Es ist sehr schwer, darüber Statistiken irgendwie zu erstellen. Ich wüsste auch nicht, dass es dazu welche gibt. Und was Ihre geäußerte Hoffnung angeht, dass wir dadurch vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Wissenschaften eindringen können, das war meine Ausgangsantwort, fürchte ich, dass das nicht dazu beitragen wird. Sie müssen sich nur alleine angucken, wenn wir hier innerhalb der Schweiz unter den verschiedenen Sprachgrenzen hinaus miteinander kommunizieren. Was verwenden wir? Englisch. Wobei ich war gerade diese Woche in einer Kommission in Fribourg und musste widersprechen. Wir haben zwei Sprachen gesprochen und Englisch war nicht darunter. Also es ist nicht flächendeckend so, das nur als Einwurf. Weitere Fragen? Da hinten haben wir einen weiteren Fragenden. Ich habe eine Frage, vermutlich an Herrn Rigamonti. Wir finden uns je länger im Media im öffentlichen Raum, damit konfrontiert mit dem sogenannten Gesichtsscreening oder Scanning oder wie man sagt. Ich rede nicht von Eintrittsberechtigungen in Häuser, wo man die Erlaubnis gibt dazu, dass man dann screened wird. Swisscom oder wer das so modern hat, aber auch im öffentlichen Raum. Wie sieht das, also zwei Fragen, wie sieht das rechtlich aus? Wo gehört das hin? Ist das Datenschutz oder wo finden wir uns da? Und zweitens würde mich auch Ihre Meinung oder die von Ihnen interessieren, wie gehen wir damit um, dass wir
öffentlich, im öffentlichen Raum, je länger, je mehr, ohne dass wir es merken, ohne dass wir die Einverständnis geben dazu, gescreent werden, unser Gesicht. Ja, also das ist das Recht am eigenen Bild zum einen mal, oder? Das ist ein Persönlichkeitsrecht, das Recht am eigenen Bild. Die Bearbeitung, die Aufnahme und Ihres Gesichts ist auch eine Datenbearbeitung. Das sind ja eigentlich eher Daten und dann stellt sich die Frage, gibt es dafür, ist es eine Persönlichkeitsverletzung? Haben Sie zugestimmt? Sagen Sie nein. Da ist die Frage, gibt es ein überwiegendes Interesse, öffentlich, ja, oder privat? Sicherheitsinteressen zum Beispiel. Das ist dann eine Abwägungsfrage rechtlich, wie man das beurteilt. Und das kommt dann auf die Situation darauf an. Aber das ist ein Datenschutzproblem, ist auch ein Persönlichkeitsrechtsproblem. Ja. Zum eben Gesagten habe ich eine Ergänzungsfrage. Hier wird, glaube ich, gefilmt jetzt, oder? Ist das die Frage? Nein. Und was ist jetzt mit dem Urheberrechten von den Beiträgen, die hier gesprochen werden? Wer kann das verwenden, das Filmmaterial? Ja, also bei mir wurde nicht gefilmt, weil ich nicht zugestimmt habe. Digitalisierung, oder? Jetzt wird gefilmt, also bei den anderen Beiträgen, die haben ja alle zugestimmt, dass es aufgenommen wird. Ja? Aber es ist natürlich klar, dass, wenn soweit der Vortrag, der ja nicht banal war, urheberrechtlich geschützt ist, dann besteht das Urheberrecht beim Autor oder den Autorinnen. Die haben das, egal ob das gefilmt wird oder nicht. Oder? Dann ist dann die Frage, Sie haben zugestimmt zu dieser Nutzung, also zur Aufnahme und zur Nutzung im Internet. Da haben Sie zugestimmt. Aber das heißt jetzt nicht, dass das jetzt frei verwendbar ist durch Dritte. Das hat man ja nicht hier abgetreten. Aber alle haben zustimmen müssen, damit das aufgenommen wird. Und das Urheberrecht ist bei jedem einzelnen Vortragenden. Das haben wir nirgends abgenommen. Es muss zugestimmt werden. Das war eigentlich meine Frage. Ist das Bedingung für ein solches Podium? Ja, also das ohne Zustimmung darf man das nicht aufnehmen. Nicht nur wegen aus urheberrechtlichen Gründen, also nicht nur deshalb, weil wir einen Vortrag machen, sondern eben, weil schon die Aufnahme meiner Person ja auch persönlichkeitsrechtlich, ich habe ein Recht an meinem eigenen Bild. Ich darf sagen, ob ich abgebildet werden will, ob ich aufgenommen werden will, das darf ich sagen. Und ich habe gesagt nein bei meinem Vortrag, aber andere haben gesagt ja. Oder jedenfalls nicht nein. Ja, das ist vielleicht die unterschiedliche Einstellung manchmal. Vielleicht bleiben wir gleich, um auch den Bogen wieder in diese offene Landschaft hineinzubekommen bei Ihnen, Herr Rigamonti, als Autoren, die wir ja in unserer Funktion häufig sind, haben wir ja viel mit Verlagen zu tun. Und da spielt ja das Urheberrecht auch eine Rolle und auch die Verwertungsrechte. Und es ist ja so, dass wir bei der Publikation von neuen Beiträgen die Verwertungsrechte typischerweise an die Verlage abtreten. Wir werden nicht mal gefragt, wir kriegen ja auch kein Geld dafür, üblicherweise heutzutage. Jedenfalls in meinem Bereich ist das so. Ganz im Gegenteil, als ich letztens bei einer der Publikationen im Springer Verlag war, war das sehr interessant anzuschauen. Es wurde nämlich ein Warenkorb aufgestellt. Also notabene, ich war der Autor oder bin der Autor. Warenkorb, für was ich alles zu bezahlen hätte. Freie Exemplare, Extradrucke und so weiter. Ich habe gnadenlos alles weggeklickt und kam mit der Summe null raus. Ja, was, wenn ich noch, ich musste also nicht für meine Publikation bezahlen. Aber ja, das ist natürlich etwas, was uns auch an den Universitäten sehr Sorge bereitet. Nicht wie Thema ist, also Open Access. Wenn solche Übertragungen stattfinden, dann darf ich ja nicht einmal ein solches Werk, was ich dann übertragen habe an einen Verlag, normalerweise auf meiner Homepage freischalten, dass es andere Leute sehen können. Wie ist da die Rechtslage? Ja, das stimmt. Also wenn Sie den falschen Verlag gewählt haben und
Dann kann ich Ihnen nicht helfen, dann haben Sie das dann haben Sie die Urheberrechte übertragen. Meistens sind Sie aber beschränkt auf das Recht, das zu verbreiten. Also es ist nicht einfach so weg, sondern man hat eigentlich eher eine Lizenz gegeben. Aber es gibt deutsche Verlage, die verlangen da schon mehr. Das ist richtig, und der genannte Verlag auch. Und entsprechend muss man vielleicht sich überlegen, welchen Verlagen man da das Geschäft eingeht. Das ist so. Es ist eine Forderung gewesen im Rahmen der Revision, dass man der laufenden Urheberrechtsrevision, dass man ein Zweitverwertungsrecht einführt, um das zu brechen, dass also die Autoren auf ihrer Webseite vielleicht auch mit einer gewissen Karenzfrist, 3 bis 6 Monate oder so, warten müssen und dann trotzdem, auch wenn sie alles abgetreten haben und ausschließlich abgetreten haben, das trotzdem auf die Webseite schalten können. Das wird nicht kommen. Das wird so nicht kommen. Jetzt in den universitären Kreisen ist es so, man macht es eben trotzdem. Das wird gemacht und dann möchte man sehen, ob der Verlag dann den eigenen Autor in den Rücken fällt. Aber streng juristisch ist das schon nicht unproblematisch, wenn Sie jetzt solche Verträge eingegangen sind, das abgetreten haben, weil dann haben Sie die Rechte nicht mehr. Und da können Sie ohne Zustimmung des Rechtsinhabers, wäre dann der Verlag, das auch nicht mehr selbst bei Ihnen auf die Homepage stellen. Matthias, welche Erfahrung hast du mit Open Access gemacht? Ja, genau. Also ich finde es eine Katastrophe, muss ich sagen, dass diese Situation heute so ist mit diesen Verlägen, wo Unis wie die Uni Bern Millionen an Elsevier und Springer und so weiter bezahlen jedes Jahr, um quasi ihre eigenen Mitarbeiter die Arbeit zurückzukaufen. Also wirklich ein Irrsinn. Und das zeigt sich an dem heutigen Urheberrecht, dass es einfach ein absoluter nicht mehr, es braucht eine Totalrevision, nicht einfach nur eine Teilrevision, wo man da ein bisschen rumschraubt. Und solche Sachen müssen grundsätzlich verbessert werden. Einfach ein Beispiel, wir haben ja diesen Artikel geschrieben über digitale Nachhaltigkeit, auch in diesem tollen Springer Verlag. Es ist einfach so, dass in diesen Journals, wo man als junger Akademiker eben sich profilieren muss, um irgendwelche Aussichten auf längerfristige Anstellung zu kriegen an der Uni, auch entsprechend halt publizieren muss. Und diese Journals wiederum verlangen, ja, entweder gibst du dein Urheberrecht ab und quasi der Verlag kann dann komplett das ganze Ding verwerten, oder du kaufst dir den Artikel zurück. Und das haben wir dann gemacht, weil beim Thema wie digitale Nachhaltigkeit wäre es ein kompletter Widerspruch, wenn wir jetzt sagen müssen, den kann aber nur die runterladen, die das Abo haben von diesem Verlag. Und deshalb haben wir für 2.500 Euro quasi unseren Artikel wieder zurückgekauft, den wir natürlich notabene gratis geschrieben haben. Also und das ist dieser Widerspruch, dieser Irrsinn, wo Unis, wo Hochschulen halt jetzt wirklich schon seit Jahren und Jahrzehnten mitspielen, und das widersteht meinem gesunden Menschenverstand, muss ich sagen. Aber Sie haben entschieden, das bei Springer zu publizieren. Ja, eben, weil man gezwungen ist, eben als Forschende bei diesen Top-Journals zu publizieren. Also das ist auch die Unis, die entsprechend diese Spielregeln definieren. Also das zeigt dann aber auch, dass der Fehler woanders liegt. Dann ist der Zwang, in diesen Journals zu publizieren, ist dann eben eigentlich das Problem, weil sie dann nicht mehr rauskommen, oder? Es ist nicht wirklich das Urheberrecht, weil das Urheberrecht braucht zum Beispiel auch Wikipedia. Die Creative Commons Lizenz, die funktioniert nur, weil es Urheberrecht gibt. Man kann nur das durchsetzen, auch egal wie offen die Lizenz ist, weil es Urheberrecht gibt. Sonst kann ich machen damit, was ich will, oder? Da muss ich mich auch nicht an die Creative Commons Lizenz halten. Also darum, es gibt schon Punkte, da wo man ansetzen müsste, aber ich kann Ihnen sagen, in der laufenden Revision ist das also völlig irrelevant. Ja? Also es ist politisch tot. Zum Glück haben Sie gesagt, das Parlament kann jetzt noch mitwursteln. Von dem her hoffe ich da auf gewissen gesunden Menschenverstand. Ja, die Wurst wird meistens nicht schmackhafter dadurch. Ja? Dann würden Sie ja das ganze Parlament diskreditieren, wenn Sie so sprechen. So, ja, also ich habe natürlich gehofft, dass wir endlich in Stimmung kommen hier. Und wenn einige Politiker, wir haben ja auch noch mehr in der Runde, betroffen sind. Aber ich will nicht übergehen, es gibt noch einen Fragenden. Ich habe eine Frage an Herrn Stürmer. Sie fordern Open Data für jedermann.
Meine Frage ist, bei dem Solidaritätssystem, das wir in der Schweiz haben, wenn Sie an die Finanzflüsse zwischen Bund, Kantonen und Gemeinde, wenn Sie das betrachten, glauben Sie, wir leisten damit einen Beitrag zur Solidarität in der Schweiz oder wird das schwieriger? Ja, also ich denke, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit mit Open Data, dass quasi öffentliche Gelder mehr genutzt werden können. Also das ist mal so der Grundgedanke, weshalb ich mich überhaupt auch für das Thema interessiere und engagiere, dass man eben durch Geld, das man sowieso schon ausgegeben hat für Daten, eben Swisstopo als Beispiel, oder auch, das kann man auch genauso gut Geo, dass das Geo-Gesetz ist ja auch kantonal, hat man Gelder investiert in die Behörden und dann sollen doch die aus meiner Sicht möglichst viel von ihrem Wissen wieder zurückgeben an die Gesellschaft. Und deshalb denke ich, hat es auch mit einem sozialen Verhalten zu tun, dass wenn gerade eben ärmere Kantone von den Daten von den reicheren Kantonen profitieren können und deshalb etwas mehr Ausgleich passiert. Also wir profitieren als Berner ja auch, eben wenn die Zürcher irgendwelche Daten veröffentlichen, können meine Berner Studierende diese Daten mit den Daten arbeiten beispielsweise. Also das ist ein guter Punkt. Also wir haben das sogar einmal in einem Open Budget Hack Day haben wir das visualisiert. Es war dann nicht interkantonal, sondern innerkantonal. Wir haben der ganze Finanzausgleich gibt es ja innerhalb vom Kanton Bern, wo die Stadt Bern und die Städte viel Geld einbezahlen in Töpfe, die dann wieder regional den äußeren Gemeinden zugutekommt. Ich finde, das ist absolut wichtig, dass da Transparenz herrscht. Das haben wir versucht, etwas darzustellen. Es gibt von den Geberkantonen im Finanzausgleich gibt es auch solche Visualisierungen, wo man diese Finanzflüsse sichtbar macht. Aber deshalb ist es auch wichtig, dann zu sagen, ja, warum ist das so? Warum haben wir da in einem kleinen Dorf im Emmental gute Straßen, weil eben beispielsweise da ein Finanzausgleich stattfindet. Das ist, finde ich, ein sehr guter sozialer Ausgleich. Noch irgendwelche Fragen, die ich übersehen habe? Vielleicht, ich möchte noch mal gerne unsere Studierenden ins Gespräch bringen. Wir haben jetzt ein bisschen über Open Access, eben Zugang zu Wissen zu Wikipedia, das hatten wir. Aber es steht ja auch viele wissenschaftliche Literatur zur Verfügung. Wie ist eigentlich Ihr Literaturrechercheverhalten? Wie wichtig ist eigentlich dieser freie Zugang zu allen möglichen Artikeln und Lehrwerken für Sie geworden? Oder nehmen Sie immer noch altmodische Bücher? Also ich persönlich hatte ein, zwei Jahre, bis ich realisiert habe, dass ich eigentlich nicht in die Bibliothek gehen muss, um eine gute Arbeit zu schreiben. Ich arbeite inzwischen von zu Hause aus, dank Open Access und auch eben dadurch, dass ich die Artikel, die ich brauche, in der Regel auch zu Hause verfügbar habe über das Internet. Ich würde sagen, in meinem Fall hat sich mein Studierendenleben wirklich sehr vereinfacht. Ich bin nicht mehr auf den Bibliotheksbestand angewiesen. Also das Buch muss nicht in der Bibliothek physisch vorhanden sein, sondern ich kann von überall her darauf zurückgreifen. Ich muss nicht in der Bibliothek physisch anwesend sein. Und das macht natürlich das ganze Studium einiges flexibler. Und ja, ich nutze das wirklich für jeden Vortrag und für jede schriftliche Arbeit, die ich an der Universität schreibe. Also bei mir ist es so, teils. Ich nutze die elektronisch zur Verfügung stehenden Daten, sofern ich kann, aber zumindest im Studienfach Geschichte und auch in der Kunstgeschichte gibt es häufig nur Bücher, die verfügbar sind und dann bin ich dann auch rege in den Bibliotheken unterwegs. Was für mich auch noch so ein Problem ist, sind die Archivalien. Also wenn die in der Schweiz verfügbar sind, dann ist das kein Problem, dann kann man sehr schnell vor Ort ins Archiv gehen, aber wenn die dann im Ausland liegen, wäre man schon froh, wenn die häufiger auch noch als Digitalisate zur Verfügung stehen würden. Also ich benutze das Internet wahrscheinlich eher weniger häufig als meine Kolleginnen,
Aber das liegt auch daran, dass ich Mathematik noch im Grundstudium studiere sozusagen und dass eigentlich ich die meiste Zeit mit den Skripten von den Dozierenden arbeite oder mit ein, zwei Grundlagenbüchern. Die Einträge auf Wikipedia finde ich jetzt zu den Mathematikthemen nicht besonders ausführlich. Ich habe auch schon versucht, dort die Theorie verständlicher mir durchzulesen, aber sie ist dann einfach zu wenig ausführlich. Es gibt dann eine Seite, die ich eher nutze, das ist Wolfram Alpha. Die ist aber dann, wenn man sie vollständig benutzen will, auch nicht gratis. Damit sind wir wieder beim Thema ein wenig zurückgekommen. Im Übrigen, mir ist aufgefallen, bei Ihren Beiträgen kam sehr häufig das Wort Stress vor. Ich muss zugestehen, ich habe dann auch etwas Stress, weil ich laufend auf die Uhr gucken muss, um ja nicht die Zeit zu verpassen. Und die sagt mir, diese Uhr, dass unsere Redezeit abgelaufen ist. Das heißt, weitere Fragen sind erst einmal nicht möglich, es sei denn, Sie wollen noch bilateral auf die jeweiligen Referenten und Referentinnen zugehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Cyril Rigamonti, bei Carol Klopfstein, bei Daniela Liebi. Oh, ist das richtig, nicht? Und Andrea Mauhofer, Ulrich Landermann, Matthias Stürmer. Das waren unsere Referenten des heutigen Tages. Mit herzlichem Dank.